Die Reise bis hierher. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen. Ein Weg zu einer anderen Welt. So, dann mal willkommen hier zurück zu Darksiders 2. Im nächsten Port mit mir, dem Tod. Und ich spiele Solitary Sounds. Ne, Solitary Sounds, Solitary Pro Games. Das würde ich mal lustig sein, hab's wieder völlig vergeigt, wie immer. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin hier oben. Aha, bin da oben. Und hab eine gute Aussicht halt. So. Finde ich mal gut. Ich demoliere die Einrichtung und kriege noch Kohle dafür. So muss es sein. So, dann mach ich hoch. Na. Knapp daneben ist auch fast vorbei. So, wenn ich es richtig gesehen habe, muss ich jetzt hier irgendwo hüpfen. Das ist noch eine Kiste. Und. Was haben wir denn hier Interessantes jetzt gekriegt? Das kann ja eigentlich nur was Gutes mal sein. So schön grün geleuchtet, wie die hat. Natürlich ist es wieder nichts Gutes. Ich bin begeistert. Was haben wir hier? Schuhe, auch nichts Gutes. Ah, wie ich es liebe. Talisman, auch nichts Gutes. Ah, es gibt nichts Schöneres, als wenn es nicht gut ist. Gut, aber wenn wir immer hier drinnen sind, verfüttern wir es einfach wieder. Von Opfern. Und nächste Stufe. Wunderprächtig, mächtig. Annehmen. 7%iger kritischer Schaden. Feuerschaden 5, eine wunderbrechliche Magie, Verteidigungszweck. Gut. Bleibt mir nicht so übrig, als eins zu nehmen. Ja, aber langsam wird's, wie es werden soll. Nämlich immer schlimmer. Gut. Dann mal hier rum. Darum, was ist jetzt überhaupt hier hin? Dann mal hier rüber. So. Ich hüpfe ich mal hin runter, weil ich überhaupt nicht sehe, wo es hier runter geht. Ach, scheiß drauf. Ich will, wie gesagt, nicht ewig leben. So. Jetzt haben wir einen Knopf wieder zum Drücken. Okay. Und. Na, komm rein mit dir. So, Tür Nummer 1. Da ist wieder ein Schloss, das sind Gegner. Ich bin begeistert. Und da komme ich jetzt wahrscheinlich auch raus. Mittlerweile. Ah, okay. Das war die zweite verschlossene Tür, wenn ich mich das recht entsinne. Da musste man eigentlich bloß oben rumgehen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, die Tür werden wir wahrscheinlich noch keinen Schlüssel dafür haben. Da müssen wir erst noch suchen. Und irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wir es in dem großen, linkslastigen Raum finden werden. Irgendwie. Der ist mal heiß baden gegangen, würde ich sagen. Hier bin ich. Gut. Na, kommt immer drauf. So, mein Zorn ist voll. Das liegt aber auch daran, weil ich diese Gule nicht nutze. Oder nicht. Weil ich muss sagen, für solche zwei kleinen Kunden sind die Gule ein bisschen für der Himalaya-Katz. Und nicht wirklich sehr effektiv. Okay. Kraft, wir können dort. Wenn es ein Schloss gibt, da gibt es auch einen Schlüssel. Oh, Schlauberger. So, ich denke mal, die Schlüssel werden wir jetzt hier drinnen uns erkämpfen müssen. Oha. Oh, ich ahne sowas von nichts Gutes. Aber sowas von nicht. Gut, Schattenbomben können verwendet werden. Ja. Ist mir klar, aber ich irgendwie. Falls dir nicht aufgefallen ist, lieber Schlauberger von Information, ich habe gerade zu tun. Aber. Weil irgendwie lässt sich auch schlecht irgendwelche Schattenbomben werfen, wenn man gleichzeitig noch angegriffen wird. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Wunderprächtig, mächtig. Fähigkeitspunkte halten, dann müssen wir wieder O drücken. So, was haben wir denn hier? Schwächung, Schatten der Ghule verursachen den Tod als Zorngrad angerechnet. Wiederhergestellte Zornbund pro Ghulangriff 1. Okay, was war denn das eigentlich jetzt hier? Teleportschlag. Der teleportiert sich über den Schlachtfeld
und startet einen wilden Sensenangriff, bei dem Feind Schaden verursacht und wird eigene Gesundheit wiederhergestellt. Kosten 200 Zornpunkte. Verursacht. Nö, ich bleib bei meinen Ghoulen. Och, ja. Ich würde sagen, wir tun jetzt einfach mal das nehmen. Für irgendwas wird schon gut sein. Ja, ist wunderprächtig. Wir könnten es eigentlich auch mal verbessern, aber verbessern ist sowas von uncool. Komm, ja. Aua! Du musst dir gleich zuhauen. Mann, du. Wenn ich das machen würde, einfach auf den Kopf einhauen. Da ist eine Kugel. Und da ist eine Kugel. Also das ist eine eingeschlossene Kugel. Oh, da hinten ist was versteckt. Was haben wir jetzt hier? Noch eine Seite des Buchtodes. Wirke ihn an. Komm. Ja, mal gucken, ob wir den hier rausrollen können. Passt dich gut. Ich würde sagen, dann müssen wir wahrscheinlich doch erstmal dieses Ende hier. Hallo, hör auf mich zu schießen, du Vulkan. Mann, Mann, Mann. Ja, dann haben wir diese lustigen Quatschbomben und hauen die gleich mal dorthin. Hätte die Kugel noch kaputt sein müssen. Ich hätte gedumpt vor Lachen. Aber sowas von. So. Da hinten noch was. Ne. Gut, dann wollen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig mache. Achso, doch. Ich denke mal erstmal die eine Kugel in dieser Feld rein. Schauen wir mal. Moment. Zur Hälfte war irgendwie klar. Und nö. Hab ich drüber oder was? Natürlich nicht. Ich bin doch so in SpongeBob. Ich hätte vielleicht doch erstmal. Oder? Kann ich nochmal rausholen? Ja, Schattenbomben abwerfen. Schattenbomben explodieren mit der vernichtender Gewalt. So wird weggeblasen und zerstört. Kraft der Bombe kann benutzt werden, um große Objekte zu bewegen. Okay. Dann würde ich sagen, dann bomben wir das Ding nochmal raus wieder. So. Na, gucken, was passiert. Gut. Also, dann tun wir mal das, bevor es wieder hier reinrollt, erstmal dann überrollen. Ich habe das irgendwie geahnt, dass das sowas kommen musste. So, komm. So, und dann haben wir diese Gewürzkugel hier. Na, komm. Na, bist du aber wohl. Und so. Na. Och, was ist denn jetzt los? Willst du nicht mehr oder was? Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. So, ich würde sagen, das Ding platzieren wir gleich mal dort hinten. Und. Ja, das ist was ähnliches wie ein Hole in One. Bloß mit zwei Holes. So. Und jetzt müssen wir das Ding auf das Teil werfen. Na, wo bist du? Gut. Rums, war die Kugel wieder außen. Und wo ist das zweite Loch? Da ist das zweite Loch. Und, yep. Knapp daneben ist auch vorbei. Na komm, 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 komm. Und rein mit dir. So, auf die Kiste. Tadam. Lass mich raten. Ich denke, was ist drin? Was ist drin? Ich denke, Schlüssel. Rums, wieder die Kiste von Thomas. Ach, war klar. Ja, ich weiß. Mit denen kann ich Türen aufmachen. Und jetzt ratet mal, welche Türen wir damit aufmachen können. Ob es die ist mit dem Schloss? Alter, die Bolter weg, war der Revolver, das ist in der Art. Da hätte ich ja gleich noch mehr Geld ver. Na rein. Achso, Tiere. So. So, dann wollen wir diese Tür hier aufmachen. Und was sehen wir? Wir sehen einen Schalter und was zum zu kleinhauen. Das Wichtigste ist erstmal was kleinhauen. So, da war sogar ein Trunk mit drin, wenn ich es richtig gesehen habe. So,
So, dann drücken wir schon mal diesen Knopf rein, ohne zu überlegen, was passiert. Moment. Ja, nee, ist klar. Jetzt soll ich mich an der heißen Brühe noch festhalten, oder wie? Laber doch, ne. Du bist doch tot, du hast Zeit ohne Ende. Ja. Es wäre ein... Und? Hä? Ah! Das meinte der Gute, also mit die Zeit drängt. Jetzt würde mich bloß mal interessieren, ob ich das hier wegkriege, aber anscheinend gar nicht. Ich will ja hinter. Willst du dieser Kiste? Okay. Wie sie feststellen, stellen sie fest, dass hier das so nicht einfach geht. Und ich da so wahrscheinlich auch nicht einfach rüberkommen werde. Das heißt natürlich, dass ich erstmal nicht dort reinspringe. Eigentlich ist es schon traurig, weil damit ist jetzt mein ganzes gesammelte Dings dort oben weg. Aber ich kann nicht heulen. Naja. Zum Thema noch, nicht reinspringen. Okay. Also, wir machen das jetzt auf Zeit, so wie es aussieht. Dann wollen wir mal. So. Ich glaube, ich muss noch rüber, hä? Was bevorsteht? Scheiße. Alle, ja. Naja, klar. Irgendwas haut hier nicht ganz hin. Oder doch? Nee. Ich will hier rüber jumpen? Hallo? Wie soll denn das funktionieren? Gut, sagen wir mal so. Da ja meine Energiebalken und nicht schon futsch ist dort oben, könnten wir ja einfach mal sinnloserweise hier rüber hüpfen. Doch, ich muss doch lieber. Ich gehe kaputt. Ja, das kommt. Ab, 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 ab. Ich habe nicht so viel Zeit. Oh, hallo. Nee. Das kann es nicht sein. Ja, da machst du es. Ist klar. Timmy. Ist klar. Blub, 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 blub. So. Drück raus den Schalter. Komm, ich drück ihn mit rein. So, da waren wir mal. Und alle habt das, go, 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 go. Bewegung, Bewegung, Bewegung. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. So, jetzt da. Und runter mit dir. Runter. Runter. Das Ding will mich ärgern. So. Alle hepp. Alle hepp. Und. Geschafft. Warum nicht gleich so? Mann, du. So. Ich kann das Ding ruhig wieder abstürzen. Da geht es jetzt da hoch. Okay. Mal wieder was Einfaches. Doch nicht. Na, na, und. Und du? Ach, hier hoch. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nö. Nicht wirklich. Ja. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Haben wir jetzt hier... Nee. Ah, hier haben wir die Bombe. Gut. Das ist genau das, was ich suchte. So, dann können wir das alles gleich nochmal machen. So. Bom, blabum. Wunderprächtig. Und alle schwupp. Ja. Was? Sie können schnelle Reise zur Stadt benutzen, um Versorgung von jedem beliebigen Valleys zu kaufen. Was? Gut, das habe ich jetzt so ganz nicht verstanden, was er jetzt von mir wollte. Das werde ich mir dann wahrscheinlich auch nochmal dem Video angucken müssen, selber. So, was haben wir denn wieder Feines? Nichts was Gutes. Okay.
Und wie gehabt, ne? Wir sind immer hier, ne? Puff, geopfert, fertig im Thema. So. Na. So, damit machen wir einfach diesen ganzen Spaß nochmal. So. Ach, wo kommt denn der her? Nee, ich will nicht zu dem runter. Nö. Nein. Hallo, wo kommt ihr jetzt her? So. Nee, auf die Kämpfe. Ich will da nicht runter. So. Und jetzt machen wir das gleich nochmal. Los. Tot, jetzt wissen wir, wie es geht. Los. Hopp. So, da rüber. Was hängen lassen und weiter. Und jetzt runter. Ey, komm runter. Jawohl. So muss es sein. Ich hätte jetzt gelacht, wäre ich runtergeflogen. So, und alle. Ich gehe kaputt. Ah, ich glaube, mich ist der All. Oh, nee. Ja, ist klar. Nee. So. Ach komm, ja. So. Nach diesen klassischen technischen Fails. Auf ein neues. Komm, Bewegung. So, aber irgendwann muss es ja mal perfekt klappen. Bim salabam balabam balabim balabim. Wehe, einer lacht. Oh, wehe, einer lacht. Ich find's nicht mehr zum Lachen. Ich find's eigentlich schon langsam traurig. So, jetzt aber. Komm. Ich will hier den halben Tag bloß mit diesem komischen Kessel verbringen. Ich muss ja den Port den Kesselport nennen. Sully und der Kessel. Ja, komm. So, das Kessel siegte. Komm, Bewegung. So. Gut. Damit hätten wir das auch geschafft. Also ich muss sagen, wenn ich bei sowas Einfachen schon eigentlich solche Schwierigkeiten bekomme. Oha, ich ahne Schlimmes, wenn es schwieriger wird. Das kann nur nichts Gutes heißen. So. Da drüben blinkt wieder was Wunderschönes. Aber das sieht aus wieder wie unser Vulcrim. So. Na. So. Ich nehme auch noch mit, weil es Geld ist. So, was? Sie können schnell reisen zur Stadt benutzt, um Versorgung von jedem beliebigen Wallis zu kaufen und via hinterlassenem Wegepunkt. Ja, wie auch immer. Ich denke mal, das wird was mit dem. Ah, Gesellenschale. Einer der verlorenen Gesellenschätze. Diese Schale hat den. Hat für Korn einen großen Italienwert. Okay. So, gefunden. Ich bringe die Schale zum Dings zurück. Ja, machen wir dann, wenn wir dort sind. Gut, das können wir eigentlich mal gucken, was die damit meinten mit dem Schnellreise. Na. Ich weiß es auch nie, wie das mit dem. Das muss ich mir wahrscheinlich wirklich nochmal genauer durchlesen. Ich habe da jetzt gerade keine Ahnung, wie das hier mit diesem Schnellreisen nochmal sein soll. Und wo das sein sollte, vor allen Dingen. Und warum? Nur diese Frage. Warum? So, vielleicht kommt es ja nochmal. Wenn ich mich hier drauf stelle. Wir drücken einfach mal rein. Ich habe nämlich den letzten Satz nicht lesen können. Irgendwann das. Wenn ich mich jetzt hier drauf stelle, ob es da nochmal kommt. Na. So. Und? Kommt es nochmal? Nö, war klar. Hätte ja sein können. Okay, dann gucken wir mal, ob wir was haben. Geld. So. Oha. Och nö.
Da hat jemand was Schlechtes gegessen. Garn. Ist ja wunderprächtig. Alter Falter, merkst du dich noch, Garn? Hallo. Alter Falter. Der haut den Hammer rein hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Alter! So, dann hauen wir nochmal die Gule raus. Na, Alter, du setzt mich denn hier rein. So, dann. Was war das jetzt? So, dann nochmal die Gule. Wenn wir so schön dabei sein. Und. Na komm zu Baba. Alter! Nicht so. Aua. Sollte mal ein bisschen mehr ausweichen. Na komm her. So, dann können wir nochmal die Gule rufen. Leute, Leute. So. Gule lenken ein bisschen ab und ich hau dann mal richtig eine vorbei. So, die Gule sind noch nicht weg. Aber muss das denn sein? Oh, ich hab keinen Zombie oder was? Alter! So, einmal die Gule wieder. So, einmal. Komm zu Baba. Hallo, du sollst mich nicht kaputt machen, Kunde. Aua! Mann da! Ausweichen ist auch so eine Stärke von mir. La, die Waldfee. Uff! Mann da! Das geht doch endlich mal drauf hier, du Kunde! Mann da! Genau so will ich sehen. Niedergestreckt. Mein Ende im Thema. Oh, dunkler Rächer. Diese Waffe gehört einst einem menschlichen Krieger namens Draven. Während zahlloser Duelle hat die Waffe Dravens Zorn und Durst auf Rache von all jenen absorbiert, die ihn bedroht haben. Der dunkle Rächer ist berüchtigt für seine wilde Gier nach Blut und Gemetzel. So. Da liegt wieder was. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir mal im Winter, was es ist. Das ist ja was ich natürlich nie tragen kann, weil es ja schon 5. Wunderprächtig. Was haben wir hier? So, jetzt haben wir die ersten Schulterstücke, die ich immer tragen kann. Anlegen. Aber sicherlich. Die sehen auch noch so schön schlecht aus. So. Anlegen. Gut. Okay. Und, ja, obwohl. So. Damit hätten wir wahrscheinlich den Endboss auch gekickt. Dann gucken wir mal, ob hier hinten noch irgendwas versteckt ist bei dem seinem Loch. Ach, der Arme kann eigentlich auch leid tun, wenn der ganze Zeit hier drin hinten in der Ecke kriechen musste und warten, bis ich hier mal auftauche. Oh, der arme Lolli. Hier drüben sind noch ein paar Kisten ganz geblieben. So, wunderprächtig. Eine halbe Portion. So. Dann geht's auf hier in diesen nächsten Gang. Also ich denke mal rückzu, da ich jetzt schon 1, 2, 3 Leveln hoch bin, werde ich es mal rückzu nochmal mit diesem einen Typen versuchen, der an seinem ersten Port macht, die Hucke voll gehauen hat. Wenn ich Glück habe, schaffe ich ihn jetzt. Wenn nicht, naja, ihr kennt ja das Ende von den anderen Ports. Wenn nicht, ja, dann müsst ihr hingucken. So, wieder ein bisschen Energie. Oh, was ist jetzt los hier? Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass es auch nichts Gutes heißen kann. Oh. Und
Was soll ich jetzt? Ja, wie gesagt, irgendwas. Aber ich befürchte, dass ich es gut lesen kann, wenn hier so viele Heiltränke kommen. So, da ist noch eine Kiste. Wunderschön. Und da ist ein Hammer. Uhu, dein Hammer. Dann gehen wir erstmal hier diese, rein diese Kiste holen. Ja. So, dann drücken wir mal auf. Oh, wie alt du. Was haben wir gekriegt? Stulpen, die wieder schlechter sind. Ist wunderschön. Und, oh ja, die sind gut. Was ist das jetzt hier? Nee, Faustschild finde ich. Nee, Faustschild. Nee, Faustschild. Faustschild ist nicht so mein Fall. Opfern. Opfer, Gegenstände. Gut. So. Ich würde sagen, dann müssen wir jetzt wohl hier zu diesem Hammer. Und wieder rumhammern. Hammer und wieder rumhammern. Was haben wir hier? So, Seite des Buch des Toten, okay. Ach, die sind also auch in den Kisten versteckt. Na, Lob und Anerkennung für diese Schlammschlachtleistung. So. Aktion. Na, da wollen wir mal diesen Kessel wieder in Gang bringen hier. Ach ne, ich muss schon noch hier drehen. So. Vielleicht müsste das jetzt eigentlich schon noch drin. Na. Dam, da, dam. Also, dass ich auch noch Schwerstarbeit leisten muss, ist ja schon deprimierend eigentlich. Guck einer an. Der Kessel, er glüht zu neuem, was auch immer. Der Kessel ist geschafft, ja. Kehre zu Aloyla zurück. Okay. Ah ja, gut, kann man also nicht mehr bewegen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier durch. In der Hoffnung, dass das der kürzeste Weg gleich ist. Und das ist der kürzeste Weg, denn es ist ein Glückpunsch-Treppenhaus. Na, wunderschön. Oh, da ist eine Seite. Ja, das heißt natürlich wieder, was? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das heißt, ich muss springen. Ja. Hab ich ihn erwischt? Gut. Ich hätte jetzt sonst gerade gelacht. Wäre ich auch runtergesprungen und hätte es nicht erwischt. So. Noch eine Kiste. Ich kann nicht. Kein Problem. Ich lade mich auf. Und dann kannst du, komm. So, damit hätten wir unsere Heiltränke, wenn ich das richtig gemerkt habe, auch wieder voll. So, was sind wir denn jetzt hier? Ah ja, wir sind wieder am Anfang zurück. Gut. Dann würde ich sagen, dann geben wir mal hier an Timmy seine Schüssel zurück. Und schließen den Port erfolgreich ab. Na, wo ist er denn? Da ist er. Herzblatt hier. Der Berg hat eine Stimme. Wie hast du... Nein, nein, ist egal. Du hast getan, was ich... nicht schaffte. Du musst die guten Neuigkeiten so schnell wie möglich Alia überbringen. Ja, das habe ich für dich gefunden, mein Schatz. Ich habe diese Schale gefunden, die du wolltest. Du bist ein guter Mann. Mehr als es dein Name vermuten lässt. Kannst du mal sehen. Ich stehe in deiner Schuld. Ich dachte, ich krieg irgendwas dafür. Herzblatt. Was ist Ätztau? Ätztau ist das Gift, das diese Stecher abgeben, wenn man ihnen zu nahe kommt. Du findest sie in der Gussfestung. Sei aber vorsichtig. Die Stiche sind übel. Das ist meistens so, wenn sie giftig sind. So, okay, da haben wir wieder ein bisschen EP und Gold gekriegt dafür. Schamankönig, habe ich. Besorg etwas Ätztau von dem Stecher. Nun, dann los mit dir. Niemand hat jemals etwas Interessantes gefunden, ja. Indem er nur herumstand. Ja, okay. Gucken wir auf die Karte, wie spät es ist. Ja. So. Also wir müssen dann, so wie es aussieht, wieder komplett zurück. Ja, zum Dreischrein zurück. Tja, ich würde sagen, die Rückreise mit dem Kampf hier in die Klageklippe, ihr kennt den bestimmt noch, machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin würde ich sagen, erstmal euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wenn ihr auch immer jetzt gerade angucken solltet. Und man sieht sich. Ciao, ciao.